Mein lieber Witte, das ist eine Woche vom 13. zum 19. September. Ganz liebe warme Grüße aus Mexiko. Ich hoffe, es geht dir gut. Wenn dir meine Arbeit gefällt, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du meinen Channel abonnierst und die Glocke aktivierst und meine Arbeit mit ganz, ganz vielen anderen Widdern oder vielleicht anderen Sternzeichen mit dem Aszendent Widder oder generell mit anderen Leuten teilst, wo du das Gefühl hast, die Botschaften, die ich hier übermittle, werden den Menschen auch helfen. So. Like und kommentiere auch dieses Video. Lass mich wissen, ob es mit dir resoniert. Wie gesagt, das ist eine Kollektivlegung für Widder. Wenn es mit dir nicht so sehr übereinstimmt, ist es völlig in Ordnung. Entscheide selbst, was zu dir gehört, was nicht, was du eher so an dir vorbeifließen lässt. Und wenn du aber wirklich eine persönliche Legung haben möchtest, dann schreib mich gerne an. Auf Instagram heiße ich genauso wie hier, Funky Russian Girl. Dort lese ich die Nachrichten und empfange deine Anfrage. Oder schreib mir gerne eine E-Mail auf post@funkyrussiangirl.love. Dort werde ich ebenfalls auf deine Anfrage antworten. Und wir vereinbaren dann einen oder mehrere Termine für das Coaching, für das Mentoring, für die Kartenlegung. Du merkst, dass ich das schon tiefgründiger mache und mit so Coaching und Mentoring verbinde. Okay, meine lieben Widder, meine liebe Quelle, ganz, ganz viel Liebe und bitte hilf mir dir, boshaft, wahrhaftig, leicht und schön, liebevoll an die wundervollen Widder zu überbringen. Jetzt lege ich mal die 7 Karten für die 7 Tage. Ich bin bereit, ich hoffe, du bist es auch. Los geht's. Oh, wow, Triumph Widder, Triumph. Und die Woche beginnt ganz stark in deinem Element. Pferdestäbe am Montag, Ast der Stäbe am Dienstag, König der Stäbe, Widder, was geht ab? Oh mein Gott. 7 der Münzen, Kraft, wow, oh mein Gott. Ich sehe hier, wow, männliche Energie, wieder männliche Energie, Heilung der Vateraspekte. Die Woche beginnt auf jeden Fall feierlich, die fängt feierlich an und wir haben hier 3 Karten mit Stäben, die so stark sind. 4 der Stäbe am Montag, wow. Es gibt auf jeden Fall einen Neubeginn, einen Triumph. Heilung der Vaterthemen sehe ich ganz stark. Du kommst in deine Kraft. Das passiert von Montag bis Freitag. Oh, wow. Schau mal. Du begegnest einer Person und diese Person ist dein Gewinn. Deswegen heilst du die Vaterwunden. Nicht unbedingt, also du hast es angefangen schon zu heilen, aber durch diese Person heilst du die Vaterwunden noch krasser. Sei jetzt, du bist eine Frau und begegnest jemanden, der komplettes Gegenteil ist von deinem Vater und er wird dir zeigen, dass wahre Liebe existiert, dass bedingungslose Liebe existiert, dass wahre Zuwendung, Anerkennung existiert, wo man nichts beweisen muss, wo es einfach von alleine ist, weil man ist, wird man geliebt. Oder wenn du selber Mann bist und eine Frau begegnest oder in anderen Konstellationen, am Ende haben wir immer männliche und weibliche Aspekte in uns und auch die Erstanteile von Mutter und von Vater. Und diese neue Begegnung, sei es jetzt eine Frau, sie wird ebenfalls deine Vateraspekte heilen und vielleicht tatsächlich bekennt sich diese Person zu dir, das heißt, die am Montag beginnt die Beziehung zu existieren quasi und ihr werdet gemeinsam an dieser Verbindung arbeiten und das ist, heißt für euch beide Neubeginn, das heißt für euch beide Zuwachs an Information, Wissen, Liebe, Zufriedenheit, was auch immer. Diese Verbindung, König der Stäbe, wie gesagt, stärkt auf jeden Fall deinen männlichen Aspekt. Das heißt, du kommst in deine, egal ob du Frau oder Mann bist, auf jeden Fall in deine Intuition, aber aus der männlichen Perspektive. Das heißt, wenn du
wenn du um die Familie sorgst, wenn du um die Beziehung sorgst, wenn du vielleicht, wenn du etwas auf die Beine stellst, wenn du etwas zu beschützen hast, das wird auf jeden Fall hier erweckt und das neue Gefühl erweckt in dir auch das Gefühl, die Fähigkeit quasi, dich, diese Verbindung, das kann aber auch sein, dass es um die innere Liebe zu dir selbst geht, dass du auf jeden Fall dich selber und diese Verbindung von Bullshit, Drama, Gossip, was auch immer, beschützt. Das erweckt quasi in dir diese Fähigkeiten und es wird dir auch bewusst, dass die ganze Arbeit sich wirklich fucking ausgezahlt hat. Du hast deine Hausaufgaben gemacht, du hast an dir gearbeitet und diese Person kommt zum perfekten Zeitpunkt in dein Leben, um quasi den letzten Baustein hinzulegen, quasi den letzten Baustein zu kreieren. Das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau innerlich und generell die Beziehung in deinem Leben, dass du nicht nur den inneren Mann, die innere Frau heilst, sondern auch die Beziehung zu deinen Eltern. Unter anderem jetzt ganz verstärkt zu deinem Vater. Ich sehe hier viele, viele männliche Energie. Und wir haben am Freitag höhere Macht und die Kraft. Das heißt, das kann sogar sein, dass diese Verbindung in dir deine spirituelle Fähigkeiten erweckt, dass du hellseherische Fähigkeiten, beziehungsweise dass diese Person dich wirklich unterstützt in darin, was du vielleicht angefangen hast, aber du sagtest, naja, nee, das ist jetzt, ich kann davon nicht leben zum Beispiel, na, oder ich kann das nicht so gut und diese Person hilft dir so stark, das tatsächlich zu tun, dass sie sagt, niemand, du hast eine Gabe, du hast eine Begabung, du hast eine Berufung, das ist deine Berufung im Leben. Und wie gesagt, es kann aber auch sein, dass es eigentlich um deine innere Familie geht, innere Beziehung, denn erst muss die innere Verbindung zwischen Mann und Frau glücklich, vollkommen sein, damit es im Außen als Projektion auch bestehen kann. So. Aber was haben wir am Samstag? Fünfte Münzen. Ah, okay. Und dann wirst du natürlich erkennen, dass der ganze Bullshit, dass die ganze Drama, was auch immer, die ganzen Leiden wurden teilweise dir, waren erstmal gar nicht deine, sondern die wurden dir aufgebürgt, weil du empathisch bist, weil du gerne hilfst, weil du vielleicht gerade diese Wunden hattest und die anderen Personen haben diese Schwäche quasi in der Männlichkeit im Sinne von sich beschützen, sich abgrenzen, nach vorn gehen, seine Ideen zu vertreten. Das war quasi ein bisschen geschwächt, weil die Verbindung zum Vater auch geschwächt war. Und das hat aber natürlich, das haben die anderen unbewusst gerochen und oft auch ausgenutzt. Und das hat dich natürlich dann immer mehr geschwächt. Aber durch diese neue Verbindung oder durch die Heilung der inneren Aspekte wird dir klar, dass es eigentlich, dass das Leiden und das Glauben, dass du nicht gut genug bist in einem bestimmten Bereich, das war Bullshit. Die Menschen haben dich einfach nur ausgenutzt, weil du hast ja ganz, ganz viel zu geben, eigentlich, als es dir vielleicht gerade bewusst ist. Und die sind quasi durch diese Wunde der verletzten Männlichkeit in dich reingedrängt, in dich reingekommen und haben aber dadurch auch ganz, ganz viele andere Schätze von dir mitgenommen. Und das war dir aber gar nicht bewusst, weil du dachtest, oh ja, was habe ich schon zu geben? Und das wird dir am Samstag bewusst. Und der Sonntag, die Woche endet der Hohepriester und weitergehen. Das heißt, ich sehe hier, dass du dich von gewissen Menschen trennst. Du trennst dich von gewissen Menschen. Das kann auch sein, wir haben fünf der Münzen, dass es vielleicht auch Familienangehörige sind. Wir haben hier fünf Personen und das wird dir vielleicht auch klar, dass diese fünf Personen dich ausgenutzt haben, manipuliert haben und am Sonntag beschließt du weiterzugehen. Vielleicht ziehst du um. Was sagen die Schattenkarten? Was ist die Botschaft der Schattenkarten? The Universe. Release. Du lässt los.
du rastest richtig aus, get wild. Das heißt, du bekennst dich zu deiner Wildnis, du bekennst dich zu deinen Urinstinkten. Du entscheidest tatsächlich vielleicht aus der Herde auszubrechen und du kreierst deine eigene Familie und vielleicht auch diese Verbindung hilft dir wirklich da auszubrechen aus diesem Sumpf. Und wenn es um eine Person geht, die in dein Leben eintritt, die wurde dir wirklich vom Universum geschenkt. Das heißt, gemeinsam, ihr habt gemeinsam eine Aufgabe hier zu lösen. Und welche Zahl trifft denn wieder in diese Woche? Liebe Karten, eine Karte bitte, vielen Dank. Die Null. Du setzt alles auf Null, Neubeginn. Meine lieben Widder, was eine wundervolle Woche. Lasst mich wissen, ob es mit euch resoniert. Teilt dieses Video mit anderen Widdern. Kommentiert, abonniert meinen Channel. Wir bleiben im Kontakt. Bis zum nächsten Video. Ciao. Danke fürs Zuschauen.